zwar, was selbst die Liebe spricht, die mit Barmherzigkeit den Nächsten hier umfangen, die sollen vor Gericht Barmherzigkeit Jedoch, wir achten solches nicht, wir hören noch des Nächsten Seufzer an. Er klopft an unser Herz, doch wird's nicht aufgetan. Wir sehen zwar sein Händeringen, sein Auge, das von Tränen fleust, doch lässt das Herz sich nicht zur Liebe zwingen. Der Priester und Levit, der hier zur Seite tritt, sind ja ein Bild liebloser Christen. Sie tun, als wenn sie nicht von fremdem Elend wüssten. Sie gießen wieder